Neuer Monat, neuer Manga. Auch im Juli zeige ich euch die besten Manga-Empfehlungen, sowohl die Neustarts als auch die Fortführungen. Und wir fangen an mit den neuen Releases. Und natürlich muss ich hier nochmal Yu Yu Hakusho nennen. Yu Yu Hakusho ist ein Werk von Yoshihiro Togashi, den ihr vor allem durch Hunter x Hunter kennt. Dieses Werk ist vor Hunter x Hunter erschienen. Ist mehr als 30 Jahre alt und es gab noch nie einen deutschen Release. Und 2024 haben wir hier endlich Yu Yu Hakusho. Ich will dazu gar nicht so viel verlieren, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, deswegen klickt irgendwo hier und ihr habt wirklich die volle Breitseite Yu Yu Hakusho und wisst, ob dieser Release was für euch ist. Auch eins meiner Lieblingsreleases diesen Monat ist Afro Samurai. Und die Aufmachung von dieser Edition ist super schön, auch im Großformat. Ihr seht hier, glaube ich, auch im Licht dieses andere Material am Katana. Ultra, ultra schön. Und vielleicht kennen manche bereits den Anime, denn das hier ist eher eine Manga-Adaption. Afro Samurai hat als Doujinshi gestartet, das heißt als Fan-Comic. Dann wurde das als Anime adaptiert und irgendwann dann auch als Manga, der im Juli jetzt endlich rauskommt. Der Manga startet damit, dass wir den Protagonisten als Kind sehen. Dieser muss zuschauen, wie sein Vater, der zu dieser Zeit der stärkste Krieger auf der Welt ist, er wird Nummer 1 genannt, er kämpft gegen die Nummer 2 der Welt. Und verliert. Da er durch diese Nummer 2 seinen Vater verloren hat, gibt es in seinem Leben ab jetzt nur noch einen Zweck und das ist Rache. Rache für seinen Vater, Rache an Nummer 2. Und der Weg der Rache ist oftmals ein blutiger und so ist es in diesem Manga auch. Aber zu unserem Vorteil, denn das Blut in diesem Manga, von dem es sehr viel gibt, wird unfassbar schön dargestellt. Denn der Manga ist, wie wir es kennen, in Schwarz-Weiß. Aber alle Kämpfe, wo Blut spritzt, wird das Blut auch rot dargestellt. Und dieser dunkelrote Kontrast zu diesen schwarz-weiß actionreichen Kämpfen kommt übertrieben gut drüber, macht mega Bock beim Lesen und hätte nie gedacht, dass so ein kleines Detail so viel ausmachen kann. Und die Kämpfe sind tatsächlich auch das Stärkste an dem Manga. Die Story ist ganz okay, ist tatsächlich eine ganz klassische Rache-Story, die aber ihren Zweck erfüllt und für mich am Ende doch so ein, zwei kleine Plot-Twists hatte, die ich nicht erwartet hatte, denn ich habe vor Ewigkeiten den Anime geschaut, aber ich glaube nicht mal zu Ende, weil ich mich daran gar nicht mehr erinnern kann. Was dem Manga auch zugute kommt, ist dieser einzigartige Zeichenstil. Der passt hier so, so gut zu dieser ganzen Dynamik. Im Anime ist auch die Soundkulisse ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Der hat nämlich RZA, die kennen vielleicht manche vom Wu-Tang Clan. Jedenfalls hat er viele Songs zu diesem Anime beigetragen und ich glaube, es ist ganz nice, den Manga zu lesen und nebenbei so eine Playlist davon laufen zu lassen. Nochmal fürs Feeling, wisst ihr? Und da das eine vollständige Geschichte in einem Band ist, ey, ich habe das auf der Fahrt zur Dokumi gelesen, hat mega Bock gemacht. Was man mit erwähnen muss, so eine geile Edition hat schon auch ihren Preis, 24 Euro. Und in Zeiten, wo es sehr viele Manga gibt, die höherpreisig werden, muss man wirklich überlegen, ist es einem das wert? Wenn man das Setting mag und wirklich Action sehr, sehr gerne liest, dann ist das ein geiler Titel zum Lesen. Und ihr könnt auch sehr gerne, das ist ein sehr nice Move von Hayabusa, den QR-Code einfach auf der Rückseite hier einfach mal scannen, in den Manga reinlesen und checken, ob euch der Anfang gefällt. Zwei weitere Neustarts, bei denen ich mir noch unsicher war, die ich aber auf jeden Fall im Auge behalten werde, ist die Neuerscheinung Veil. Das ist der erste Band entschieden, ist ein Josei-Titel und voll koloriert. Was schon mal zwei Faktoren sind, die selten sind. Vor allem Josei muss eigentlich unterstützt werden und ich werde den Manga auf jeden Fall im Auge behalten und vielleicht in einer weiteren Folge vorstellen. Was sich auch sehr interessant anhört, ist Unlucky Young Man. Das ist jetzt ein Komplettpaket erschienen, zwei Manga und damit auch die komplette Geschichte. Es spielt in Tokio im Jahre 1968 zu der Zeit der Studentenrevolte. Ein junger Mann mit einer kriminellen Vergangenheit zieht nach Tokio und möchte so ein bisschen einen Neuanfang starten. Fängt, glaube ich, in einem Jazz-Restaurant an oder in einer Jazz-Bar und trifft dann auf einen anderen Dude und ja, die zwei erleben eine Geschichte zusammen. Habt ihr den Titel gelesen? Würdet ihr ihn empfehlen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber auch was Fortführungen angeht, sind richtig nice Banger erschienen. Wir haben hier als allererstes Crossing Borders Band 2. Ich habe mich ultra auf den zweiten Band gefreut, denn der erste Band, ey, ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon hohe Erwartungen, aber die würden komplett erfüllt und mit dieser Bahn sogar übertroffen. Wer Crossing Borders noch nicht kennt, es ist ein Manga von dem deutschsprachigen Mangaka Dominik Jell, den wir auch schon im Podcast mal zu Gast hatten. Ist eine ultra coole Folge, zieht euch die sehr gerne rein. Man könnte es vielleicht als so eine Coming-of-Age-Story bezeichnen mit ein paar Romance-Elementen, aber auch ein bisschen Drama. Auf jeden Fall, Leute, es ist super authentisch. Wir haben hier Adam und wir haben hier auch Mia. Adam ist mehr der introvertierte Typ. Mia ist eher extrovertiert, die auch auf Social Media eine große Präsenz hat, aber genauso wie Adam, ja, eine schwerere Vergangenheit hat. Die zwei sind sehr unterschiedlich und dann doch auf manche Arten sehr ähnlich. Und diese Beziehung zueinander, die ist so sympathisch,
teils wholesome, teils wirklich deep. Und der zweite Band hat für mich wirklich was Krasses erschaffen, was ich bisher in keinem anderen Manga so gut gesehen habe. Und zwar hat dieser Band dieses Social Media Ding so krass gut dargestellt. Adam ist ein recht ruhiger Typ, aber als er merkt, dass er Interesse an mir hat, ne, und dann schreibt ein anderer Dude vielleicht unter einen Instagram Post von ihr, wie nice er auf dem Foto aussieht, und dann recherchiert er erstmal, wer das ist. So dieses typische Social Media Ding, dass jeder Like von ihr auf einmal so mega wichtig ist. Und man auf der einen Seite zu viel rein interpretiert, auf der anderen man gar nicht mitbekommt, was da für Zeichen sind. Und das sind so Sachen, die kennen, glaube ich, super viele von uns. Und das mal so in einem Manga zu lesen, boah, das ist einfach so real. Und dieses Detail, Leute, ich habe das beim Band 1 nicht gecheckt, ne? Aber Band 2 hat hier einfach so dieses, ja, ich kenne dieses Like-Symbol, ne? Dass das einfach eine 2 ist. Ich dachte mir so, Alter, das ist ja komplett genius, holy boy. Dann natürlich Slam Dunk Band 6, Leute, zieht euch dieses geile Cover rein. Aber ich muss auch sagen, ich habe eine Schwäche für Männer mit langen Haaren. Wo es beim letzten Band viel um Schlägereien ging, geht es im sechsten Band direkt zur Sache mit Basketball. Hier wird wirklich schon Spannung erzeugt und ich glaube, die nächsten Bände werden hier komplett abliefern. Der hat aber auch schon richtig Spaß gemacht. Ich muss so sagen, Sakuragi braucht langsam so ein kleines Character Development, weil der 20.000. Joke, dass er sich für den geilsten hält, wird langsam zu viel, aber ich denke, da wird sich zumindest ein bisschen noch was ändern in Zukunft. Ein bisschen zumindest. So Leute, mein Lifehack für den Sommer. Oh. Obwohl es sind eigentlich zwei Lifehacks. Erstens, habt große Gläser. Digga, 0,2 Liter, was willst du damit? Holt euch ein großes Maß und dann geil im Sommer. Dann holt euch einfach diese gefrorenen Waldfrüchte. Ich habe jetzt hier gefrorene Himbeeren, ne, die ihr alle kennt, so aus dem Tiefkühlregal. Packt euch das rein in das Leitungswasser. Ey, das ist ultra frisch und übel geil. Dadurch, dass die Beeren gefroren sind, hat es quasi auch noch einen Eiswürfel-Effekt. Ihr könnt auch so Eiswürfel reintun, aber das Wasser wird auch dadurch gekühlt. Und wenn ihr trinkt, habe ich gleichzeitig so ein paar Himbeerstückchen in meinem Falle. Übel lecker. Dann haben wir hier einen der schönsten Romance-Titel, den wir gerade aktuell so haben. Kaoru und Rin, Band 2 ist das auch erschienen. Ich habe letztens erst gecheckt, dass das ein Shonen-Titel ist. Man denkt irgendwie bei solchen Titeln, ne, dass das automatisch Shoujo ist. Fand ich aber super spannend. Wir haben hier ihn. Ich muss gerade überlegen, wer ist Kaoru und wer ist Rin. Ich glaube, er war Kaoru. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. Auf jeden Fall, die zwei gehen an verschiedene Schulen. Diese sind aber nebeneinander. Die eine ist so eine Elite-Schule, die andere ist eher was für Loser, so wie ihn. Alle denken, er ist voll der Gangster, aber eigentlich ist er voll lieb. Dann lernen die sich zwei kennen. Er arbeitet in der Konditorei seiner Mutter. Sie geht gern Kuchen essen, so lernen die sich kennen. Und es ist wirklich super, super wholesome. Es gibt natürlich auch ein bisschen Drama, so, ne? Aber nicht diese toxische Art und Weise, sondern wirklich einfach so, dass du dir denkst, so, oh Mann, ist einfach schön. Und genau das hat dieser Band schon geschafft. Und ich war mit dem ersten Band drin und der zweite Band hat es genauso fortgeführt. Also wenn ihr auch nur im Ansatz Romance mögt, dann checkt wirklich Kaoru drin. Super schön. Und dann könnt ihr natürlich direkt auch Blue Box auschecken. Da ist der 8. Band, ist das schon draußen. Sport, Slice of Life, Romance. Inzwischen hat der Manga, denke ich, seine Fans gefunden. Und ich freue mich auch über jeden Band, der neu rauskommt. Und dazu natürlich Marshall, Band 13. Leute, ist jetzt auch erschienen. Band 18. Und dann ist die Reihe zu Ende. Dann lese ich davon ein paar mehr Bände. Gleichzeitig ist natürlich auch Sakamoto Days, Band 11, erschienen. Das sind ja so die zwei Reihen, die schon ein bisschen zusammengehören. Das Cover ist übel nice, aber irgendwie habe ich das nicht gefunden, als ich es kaufen wollte. Und einer meiner Überraschungshits dieses Jahres, was ich nicht gedacht hätte, dass er mich so überzeugt, GTO, da ist der zweite Band jetzt erschienen, in den muss ich noch reinlesen, hat mich so überrascht, dass ich ihn so funny fand. Natürlich, ein paar Sachen sind wirklich kritisch, aber schlussendlich die Message, der Humor und diese Zeichnungen, vor allem mit den Mimiken vom lieben GTO, ey, krass. Was noch rauskommt, ist der 12. Band von MPD Psycho. Und das finde ich krass, Leute, weil das ist der Abschlussband. MPD Psycho ist ein klassischer Thriller. Deswegen für mich sehr interessant, weil ich dieses Genre liebe. Und es wurde sehr oft empfohlen, diese Reihe wirklich am Stück zu lesen. Und jetzt ist es endlich möglich, jetzt wo die Reihe komplett draußen ist. Wenn man die Bände natürlich nicht vorführend gekauft hat, muss man jetzt erstmal, ja, 12 mal 20 Euro hinblechen. Aber auch hier hatte ich die Edition schon mal in der Hand. Die ist ähnlich wie bei Afro Samurai tatsächlich richtig, richtig schön. Und ist für mich auf jeden Fall eine Reihe, die ich früher oder später in meiner Sammlung haben möchte. Blade of the Immortal Band 14 kommt raus.
raus. Leute, im Herbst endet auch Blade of the Immortal. Wenn ihr nicht so wie ich bei MPD Psycho enden möchtet, dann holt euch lieber jetzt langsam die Blade of the Immortal Bände, damit ihr die im Herbst dann geil am Stück lesen könnt. Für Thriller-Fans genauso gut, A Suffocating the Lonely Death Band 4, glaube ich, müsste das sein. Das Nachfolgewerk vom Duo von The Killer Inside. Angel Sanctuary Band 3, wieder mit einem insanen Cover. Eine meiner Top 20 Manga, checkt das Video gerne aus. Saturn Return Band 3, da muss ich Band 2 tatsächlich noch kaufen und lesen. Band 1 hat mich aber ultra überzeugt. Und wer mit einer sehr ernsten Melancholie zurechtkommen kann, beziehungsweise wer auf sowas steht, krasse Reihe. Genauso auch bei Blood on the Tracks von Oshimi, Band 12 ist jetzt auch erschienen. Wo ich auf jeden Fall noch rein möchte ist, Leute, Yomo zu Hegui. Der zweite Band ist tatsächlich auch nicht so eine lange Reihe, ne? Aber soll auch sehr brutal und nice sein. Und vor allem bei so einer kurzen Reihe nehme ich das gerne mit. Danalan Band 10 kommt genauso raus. Blue Lock Band 17. Ey, ich bin ja eh schon Blue Lock Fan, überraschenderweise für mich. Aber wegen der EM habe ich jetzt nochmal mehr Bock, mal wieder in Blue Lock reinzulesen. Und vor allem in diesem Cover, ne? Ich finde diese Farbe im Hintergrund unfassbar schön. Auch bei Holic wieder sehr, sehr schöne Farbe. Das ist jetzt der dritte Band, der jetzt rauskommt. Und auch mega underrated, Ranking of Kings Band 9 ist jetzt auch draußen. Und nicht mehr so underrated, sondern ja, fairly rated. Vielleicht auch für manche overrated, für mich fairly rated. Frieren, Band 12. Das waren alle Manga-Empfehlungen für den Monat Juli. Leute, was sind eure Favorites im Juli? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und hier kommt ihr bereits zur letzten Folge im Juni. Da sind auch geile Sachen erschienen. Zum Beispiel Devilman, ultra geile Release. Checkt das auch sehr gerne ab. Und bis zum nächsten Manga-Video. Ciao, ciao.